Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit dem E50 und dem Xendariel, der das Ganze hier spielt. Er ist hier Top-Tier, 9er, 8er, 7er Gefecht. Und eine Sache will ich euch jetzt mal an die Hand geben, beziehungsweise für die Zukunft werden wir das jetzt so machen. Ihr werdet ab sofort die World of Tanks Videos immer in 4K genießen können. Das heißt, ab sofort immer das dickste an Grafik bracht, was es so gibt. Also ich hoffe, darauf freut ihr euch und dementsprechend habt ihr da was für die Zukunft. So, genug der Einleitung, jetzt aber zum E50. Ein paar Kringel hat er auch schon ums Rohr. Das heißt, wir können uns hoffentlich gleich an dem ein oder anderen Damage erfreuen und ja, aus der Hüfte fast schon gibt er dem Jagdtiger da direkt den ersten Hit. Aber den Komet nicht. Ist ja irgendwie typisch. 220 Durchschlag für alle, die es nicht auf dem Zettel haben. Oder 270 mit Premium. Das sind die Werte, die es zu wissen gilt. Zack, schneller Hit auf den Ruf. Mal schauen, was er da noch so machen kann. Jetzt stellt er sich hier clever hin, dass er da einfach nicht so seitlich durchschlagen werden kann. Und genau da hat schon mal die Su den ersten Abpraller gehabt an ihn. Und jetzt will er endlich dem Komet. Aber der Komet ist so sein Nemesis. Irgendwie schafft er den nicht. Ist aber auch ein ganz schön hartes Gerät, muss man einfach sagen. So ein Komet muss man auch erstmal durchschlagen irgendwie. Der gegnerische E50 hat ihn auch schon auf dem Kicker. Ja, den Ruh, mit dem bespaßt er sich da gerade. Jetzt fängt der Ruh schon aus Frustration heraus mit HE-Schießen an. So, jetzt hat er aber bald den Ruh da mal von sich weggeschossen. Und wir sehen, hat schon 2000 Schaden und 1500 schon geblockt. Schöner Treffer auf den Jagdtiger. Da macht es hier auch wieder gut. Lässt er nicht zu viel von sich sehen. Auch wenn sein Team schon 0-4 hinten liegt, da lässt er sich jetzt erstmal nicht aus dem Trott bringen. Und jetzt hat er da den Jagdtiger mal endlich ausgeschalten. Die Su, die steht hier auch sehr schön. Jetzt direkt vielleicht mal in die Unterwanne oder einfach mal einfach drauf. Reicht, funktioniert, sitzt, passt, wackelt und hat keine Luft mehr. Aber 2-5 nach wie vor. Sein Team da immer noch nicht wirklich besser stehend. E6, also er deckt hier auch auf, also er macht hier nicht nur Schaden, sondern er macht hier auch Licht für sein Team. Auch das ist natürlich sehr schön. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Und jetzt auch da der Tiger weg. Also aktuell sehr, sehr effizient. Schon 3 Kills, die er da auf dem Konto hat. Aber ich verspreche euch, da gehen noch einige mehr. Weil Replay of the Week ist immer Potenz hoch 35. 4 Kills hat sein Team und Heidewitzka, er hat 4 Kills, also jeder Kill, den sein Team bisher hat, geht auf sein Konto und langsam aber sicher schießen sich auch so ein bisschen zurück. 4-7 ist zumindest mal eine bisschen schönere Ausgangslage visuell als zuvor. Der ging voll durch ihre Panzerung.
Ah, jetzt endlich mal den Komet auch mal durchschlagen. Zeitwurz. Aber auch hier weiterhin schön am Aufdecken und Spotten. Und jetzt der fünfte Kill von ihm und der fünfte Kill fürs Team. Also, das läuft sehr, sehr gut. Auch der T29, der hier wartet auf sein Schicksal, bekommt da jetzt eine rein. Er ist schon bei 6200 Damage. 6282, um ganz genau zu sein. Und auch da jetzt den sechsten Kill gemacht. Aber sein Team konnte für sich sozusagen auch den ersten Kill klar machen. Aber sie schießen sich trotzdem langsam zurück ins Game. Das ist sensationell zu sehen. Und auch was hier da auf ihn da jetzt eindrischt. Und plötzlich steht es gleich. Man hätte es eigentlich nicht erwarten können oder erwarten dürfen. Aber auch den Udes bekommt er dann nochmal schön auf. Man darf nicht vergessen, sein Team ist hier in der Angriffsposition. Das heißt, die müssen natürlich auch vorfahren. Aber gefühlt ist er auch eher der Einzige, der wirklich sich an dem Spiel irgendwie beteiligt. Also klar, es gibt mehrere Teammates. Aber wirklich merken davon tut man jetzt nicht so viel. Und falls sich eine oder andere jetzt übrigens zum Thema 4K fragt, warum kein 60 FPS mehr? Weil einfach 4K mit 60 FPS aufzunehmen wahnsinnig ressourcenfressend ist von dem Thema der Festplatte und selbst im Raid funktioniert das ehrlicherweise einfach nicht. Also von dem her, nicht böse sein, aber ich denke auch so ist es sehr flüssig für euch zu sehen. Und das ist ja das Wichtigste. So 9-9, jetzt soll noch der Emil auch mal langsam dran glauben. Jetzt hat er auch bald seine ganz normalen Granaten mal durch. Bei 8600 Damage darf man aber auch mal langsam out of ammo gehen. So, jetzt AMX mittlerweile mit 10-10. Ausgeglichene Runde. So, Udes schießt jetzt auch schon wieder auf ihn. Und das aus einer Position, wo eigentlich sein Team sein sollte. Und auch von da vorne wird jetzt beschossen, wo der Brot zwar oben steht, aber er ist wirklich einfach komplett alleine jetzt hier. Der T25-2 schießt weiterhin auf ihn. Und da pinkt es natürlich auch hin, weil der Brot einfach drüber steht und mal gar nichts macht. Also aktuell muss man sagen, lässt ihn sein Team unfassbar im Stich. Aber ein Replay of the Week muss natürlich auch solche Szenen beinhalten. So, er wackelt jetzt hier so ein bisschen rum. Der T28 bewegt sich sicherheitshalber mal weiterhin nicht. So, jetzt der AMX. Und wir sehen, jetzt kann er auch nicht mal mehr das Durchcappen holen. Also er probiert hier alles, um sein Team irgendwie zum Sieg zu führen. So, jetzt ist endlich mal der T25-2 offen. Eine Minute noch, jetzt wird es nochmal höllisch knapp. Aber den kann er jetzt noch ausschalten. Der Chrysler ist aber weit weg in der Basis und der Udes ist auch ein Stück weit weg. Aber den bekommt er nochmal. Ja, jetzt ist einzig und allein noch der Chrysler am Start. Man sieht, das Cappen wird nicht funktionieren. Da muss der Super Pershing, der muss hier in den Cap kommen, weil sonst einfach die Zeit nicht klappen wird. Der Super Pershing muss noch einmal kurz in die Zone kommen und dann funktioniert es und er checkt. Unfassbar, aber endlich schafft es der Super Pershing, hier in den Cap zu kommen. Und damit schaffen sie es, die Runde hier zu siegen, sofern der Cap durchgeht. Jetzt darf nur der Chrysler nicht mehr kommen, denn der würde hier alles zerstören. Unfassbar, 9897 Schaden, 4420 geblockt, 3387 unterstützt und ein Herzschlagfinale mit dem Ergebnis für sein Team. Heidewitzka, geile Runde, 2267 Basiserfahrung. Ich sage nur,
Das war richtig nice und 10 Kills, ich glaube, da braucht man nicht mehr dazu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.